So, hallo. Jetzt hat mich irgendwie spontan noch die Lust gepackt, ein bisschen Fortnite weiterzuspielen. Ja. Was haben wir denn zu tun neben Wipes? Also, Wipes auf jeden Fall Geräteverbindung. Müssen wir aber hier etablieren, geht nur in dem Gebiet. Okay, schon mal gut zu wissen. Also auf jeden Fall da irgendwo runterlassen. Dann hätten wir, täglich ist nicht so wichtig, aber ja, kann man versuchen mitzunehmen, ist jetzt nichts, was ich konkret verfolge. So. Okay. Wöchentlich wäre noch immer der Kopfschuss und die einen einzigen Realitätssetzling finden, wo eine legendäre oder mythische Frucht dran ist. So, einen einzigen finden. Das sollte doch eigentlich drin sein. Ansonsten eigentlich nichts. Also hauptsächlich Wipes. Wir können hauptsächlich Wipes verfolgen. Gut. Dann würde ich sagen, pausiere ich und dann geht's los. So, da geht's gleich los. Und wir kommen auch relativ gut an dem Gebiet vorbei, wo wir die Aufträge abholen sollen. Kriegen wir also auch hin. Dann markiere ich mir das gleich mal kurz auf der Karte, wenn es nicht schon markiert ist. Nein, ist noch nicht markiert. Kategorie verfolgen. Let's go. Jetzt ist es markiert. Okay, also irgendwo da drüben einen von den drei Punkten finden, ab denen man telefonieren. Wow, es laggt gerade ein bisschen, aber es geht gleich wieder. Okay. So, genau, einen von den Punkten finden, wo man Verbindung herstellen kann und dann ist auch cool. Ich glaube, das haben wir auch schon mal an der Stelle irgendwo gemacht. Das war gar nicht mal so weit weg. Von hier. War da nicht irgendwo hier unten irgend so? Ja, genau da drüben. Genau da drüben. Perfekt. Dann nehmen wir den wieder. Da sehe ich. Ich sehe ihn auch jetzt schon. Ich sehe ihn jetzt schon. Hier ist er. Doch, mehr wollen wir gar nicht. Erstmal. Okay, was muss ich tun? Standort des Relikts. Wir müssen es zurückstehen. Und dann lobt uns der Wissenschaftler vielleicht. Oh, wie wundervoll. Naja, was hat die mit ihrem Wissenschaftler die ganze Zeit? Okay, finde heraus, wo das Sith-Holocron in Wave Cave versteckt. Oh, ich muss in Wave Cave. Na, da bin ich ja doch genau goldrichtig. Ich bin zwar nicht goldrichtig, was den Sturm angeht. Da bin ich goldfalsch. Aber ich bin goldrichtig, was die Mission angeht. Na, das ist doch was. Allerdings auch nicht goldrichtig, was Waffen aktuell angeht. Aber das macht gar nichts. Das kriegen wir schon hin. Die Frage ist, komme ich von hier in Wave... Ja, ich komme da unten, komme ich in Wave Cave rein. Sehr gut. Ich will nur kurz vorher noch ein bisschen mehr Waffen. Ja, das sieht doch schon ein bisschen besser aus. Ja, das wird doch schon. Es wird. Okay, dann gehen wir mal rein. Ich denke mal, bei dem LKW ist eh wieder eine Kiste auch. Yes. Und perfekt. Da können wir dann den Rest vom Schild machen. Gluck, gluck, gluck. Dann können wir das Striker-Salvengewehr noch mit reinnehmen. Oh, und ein Hammersturmgewehr. Ihr wisst Bescheid. Kopfschüsse. Mehr muss ich eigentlich gar nicht erreichen. Hauptsächlich Kopfschüsse. Was haben wir hier noch? Striker Pumpgun. Können wir hier ersetzen durch die Geschichte hier. Sehr schön. Habe ich mit dir schon mal ge... Wo ist denn die Person? Habe ich mit der schon mal gequatscht? Bestimmt. Ich glaube mit der... Also es ist, glaube ich, nur eine... Alter, was ist denn hier los? Ich glaube, es ist hier eh nur eine Person, mit der habe ich schon gequatscht. Ja, die da unten. Okay, aber ich soll jetzt hier... Boah, das war die Tür, die auf und zu geht. Ich dachte schon, es ist jemand hier. Das wäre nicht so geil gewesen. So, ich habe auch nur noch 45 Sekunden, dann zieht sich hier alles zusammen.
Sollte also ein bisschen Gas geben. Trotzdem kurz quatschen, weil manchmal gibt es hier ganz nette Sachen. So, irgendwas hier unten soll ich jetzt dieses Dings finden, ne? Ja, okay, jetzt. Hier soll ich rein. Soll ich die aufmachen oder was? Oh, Sif-Holocron, da ist es ja. Kim, wo bist du? Was war das? Eine Nullpunkt-Energie-Schockwelle der Stärke 6. Oh, großer Wissenschaftler. Nichts, was du mit deiner unfassbaren Intelligenz und Weisheit nicht lösen kannst. Ich, danke, warte mal. Solltest du dich nicht aufladen? Okay. Das haben wir schon, ne? Ja. Okay, aber jetzt müssen wir uns bewegen, weil, ja, es zieht sich zusammen. Okay. Das heißt, der nächste Schritt wäre wieder Geräteverbindung und die ist eh... Oh, das ist eh da drüben. Okay, das ist ja praktisch. Vielleicht können wir es direkt weiterführen. Vielleicht können wir es direkt... Wo führt das denn hin? Ach, da kommt man einfach bis ganz raus. Das ist ja auch cool. Da kommt man einfach ganz raus. Das ist... Oh. Die kann man ersetzen. Das ist gar nicht mal bad hier. Okay. Dann hier drauf. Und wenn ich Glück habe, sind da drüben noch Kugler. Und dann könnte ich hier relativ schnell abhauen. Alle Kugler noch anwesend. Sehr schön. Dann können wir sogar noch kurz vorher die Kiste hier mitnehmen. Oh, das ist ein gutes Hammersturmgewehr. Das ist das bessere. Wait. Ersetzen. So. Also, mich wundert es immer noch, dass es nicht eine Option gibt, die das automatisch ersetzt. Also, die automatisch einfach grün ersetzt durch... weiß ersetzt durch grün. So. Weil es ist doch klar, dass man die bessere haben will. Also, keine Ahnung. Das ist doch ganz logisch. Hui! Ich liebe ja diese Dinger. Das ist so ein cooles Fortbewegungsmittel einfach. So, dann sind wir nämlich auch schon in der Zone, in der wir sein wollen und sollen. Dann versuchen wir jetzt doch gleich mal zu den anderen Geräteverbindungen zu kommen. Das war alles relativ mittig. Also da muss ich mich jetzt ein bisschen bewegen hier. Vorbei an Tilted Towers. Ja, ihr könnt es mal. Ich bin nicht wegen euch hier. Gerade bin ich tatsächlich nicht wegen euch hier, sondern weil ich Vibes weitermachen möchte. Hui. Wusch. Oh, schade. Passt die Richtung? Ich könnte ja mal markieren auch. Wow, ich wollte nicht aussteigen. Bleib hier. Wollte nicht aussteigen. Alles cool. Oha, hier hat jemand ordentlich aufgeräumt. Ich muss kurz gucken, ob wir mit der Person hier schon gesprochen haben. Wenn nicht, wäre das auch schön, eine Person, mit der wir noch nicht gesprochen hätten. Aber ich glaube, haben wir bestimmt schon gesprochen. Oh, und ich höre jemanden rennen. Das ist nicht so gut. Aber du wolltest es ja nicht anders. Oha!
Wieso nimmt man zweimal das Blastgewehr mit? Das nimmt doch nur Platz. Hä, wieso nimmt man dreimal das Blastgewehr mit? Das hättest doch, hä? Achso gut, ich meine, man könnte es wechseln, damit man, wenn man... Ja, aber... Okay, das habe ich jetzt nicht so ganz kapiert. Das ergibt halt nicht so viel Sinn tatsächlich. Muss mal ganz ehrlich sein, das ergibt nicht so viel Sinn. Aber einmal können wir es natürlich mitnehmen, das ist klar. Oh, auch schön. So, dann sind wir hier auch wieder voll. Okay, hier noch ein bisschen Munition mitnehmen. Okay. So, aber das, ich wollte jetzt eigentlich gar nicht hier, aber ist in Ordnung. Ich wollte hier nicht in einen Kampf verwickeln. Wo ist meine Kugel hin? Hey, habe ich den nicht hier irgendwo abgestellt, den Kugel? Hat er meine Kugel zerstört? Wo ist meine Kugel hin? Ist meine Kugel irgendwie weitergekugelt? Ohne mich? Ach, hier! Siehst du, ich wusste überhaupt nicht mehr, wo ich war. So, wir wollten hier eine Geräteetablierung herstellen. Eine Geräteverbindung etablieren, so. Also, auf geht's. Hui! Da ist es auch schon. Kann ich das mit dem Kugler machen? Optimal. Danke, dass du Kim mit dem Relikt geholfen hast. Ist sie nicht Grabe drin? In Erdhaufen, um den Reliktsplitter zu finden. Und sie nennt mich ständig Paps. Aber sie ist ja noch in der Beta. Ich habe jedenfalls beim Tempel noch ein Relikt gefunden. Es ist in drei Teile zersplittert. Du und Kim sollt euch das mal ansehen. Und du könntest dir ja noch ein Eis oder sowas kaufen. Ah, hier soll ich graben. Okay. Na, das machen wir doch glatt. Wie grabe ich jetzt hier? So? Na, so nicht. Ach, so grabe ich. Okay. Ja, nee, wollte ich jetzt nicht. Okay, wir müssen kämpfen, sonst wird das hier nichts. Aber erstmal kurz die Mission erledigen. Kugler. Oh mein Gott. Epische Frucht. Die ich nicht pflücken kann. Scheiße. Ärgerliche Momente. Oh, hi. Okay, kurz mal Schild auftrinken. Mal. Okay, so, jetzt wagen wir uns in den Kampf. Ich meine, ich muss ja eh Kopfschüsse versuchen mit dem... Okay, der ist zu nah, der ist zu nah. Schade. Schade. Egal. Passt. Die Erdhaufen haben wir mitgenommen. Ich glaube, jetzt geht's wieder an die Geräteetablierung ran wahrscheinlich, ne? Also an die Verbindung. Etabliere eine Geräteverbindung, so heißt es immer. Ich kann mir das nicht merken. Weil die Erdhaufen habe ich, glaube ich, alle erwischt. Ich glaube, die Erdhaufen habe ich alle erwischt. Ja. Oder? Habe ich einen ausgesehen? Ich hoffe, ich habe keinen ausgelassen. Okay, wir gehen jedenfalls in die nächste Runde. Wir gucken gleich mal. Ich lass mal kurz laufen. Weil wir gucken dann gleich mal. Wir gucken dann gleich mal, was jetzt an Missionen bei Wipes weitergeht. Ich denke, es wird eine Etablierung sein. Erstmal wieder. Ich denke, es wird erstmal eine Geräte. Verbindung sein, die wir herstellen müssen. Okay, vielleicht pausiere ich doch, weil es gerade echt lange dauert, bis es weitergeht. Na, 40 Sekunden schon. Ja, komm, wir pausieren. Ja, und kaum pausiere ich, geht es tatsächlich auch schon weiter.
Okay, also, so. Aufträge. Wipes. Grabe in Erdhaufen. Nein, waren es zu wenig Erdhaufen? Hat es noch nicht gereicht? Ach, Mist. Ach, Mist. Okay, also muss ich da nochmal hin. Ist in Ordnung. Jetzt wissen wir zum Glück schon, wie das geht. Das sollte schnell hinzukriegen sein. Ah, das ist ärgerlich. Ich dachte, wir haben das mitgenommen. Ich dachte, wir haben das mitgenommen. Na gut. Na gut, was soll's. Was soll's. Okay. Dann haben wir das wohl nicht mitgenommen. Das ist aber wirklich ärgerlich. So, komm gleich raus da. Ja, es sind natürlich hier mehrere, die runtergehen, aber ich will ja gar nicht großartig hier rumwurschteln. Ich will ja eigentlich tatsächlich nur ganz schnell graben. Okay, eins, zwei... Ah, ich habe den da, den habe ich ausgelassen, glaube ich. Ich glaube, da habe ich nicht gegraben. Es sind mehr, ja, es sind ein paar mehr. Es sind leider ein paar mehr. So, eins, zwei, drei... Vier, fünf, sechs. Wenn wir nicht alle drei Reliktsplitter finden, dann war's das mit meiner Garantie. Und ohne Garantie willst du mich nicht. Und ich habe den vergessen einzusammeln. Das hatte ich vergessen. Okay. Im achten Buch des Wissenschaftlers Splittonomicon steht: Die Splitter müssen vor dem Zusammensetzen in bestimmten Biomen abgestimmt werden. Okay. Ich will unbedingt Morgan-Sounds hören. Okay, so, wie stimme ich den jetzt ab? Wie stimme ich den jetzt ab? Wo muss ich da hin? Darüber, okay. Na, das passt doch. Das passt doch ganz gut. Dann können wir jetzt nochmal gucken, ob der Baum da oben, den ich vorhin gesehen habe, ob der jetzt zufällig vielleicht sogar... Ah, ich glaube, der ist weg. Da war doch einer mit einem epischen Dings, aber ich glaube, den haben sie jetzt mittlerweile. Ja, ich glaube, der hat sich mittlerweile jetzt verabschiedet. Das ist nur Greifhandschuhe. Der war irgendwo da oben, glaube ich, aber ich glaube, der ist weg. Ne, hier ist kein Baum mehr. Ah, ärgerlich. Weil der hatte nämlich gerade so ein episches Ding dran. Und genau sowas muss ich ja pflücken. Aber ist wurscht. Es gibt Wichtigeres. So. Okay. So weit, so gut. Dann begeben wir uns mal vorsichtig in Richtung dahin. In der Hoffnung, dass hier nicht zu viele rumwuseln. Also lieber mal ein bisschen vorsichtiger laufen. Erstmal. Munition aber ganz wichtig. Ganz viel Munition mitnehmen. Was wir kriegen können an Munition, mitnehmen. Da wäre so eine Taschenfestung, aber den Quatsch brauchen wir nicht mehr. Da wäre auch ein Zelt, aber brauchen wir auch nicht mehr. Ich nutze diese Zusatzdinger nutze ich eigentlich selber echt kaum, wenn ich sie nicht für eine Mission nutzen muss. Dann benutze ich sowas eher nicht. Auch diese Wegstoßgranaten, so das ganze Zeug, das ist irgendwie einfach nicht so meins. So, dann verlassen wir auch wieder die schöne Musik. Und gehen jetzt dann zu den Laboren. Ich hoffe nur, dass wir friedlich dahin gehen können. Ohne irgendwo Stress zu verursachen. Ich will ja auch ankommen. Da wäre schon mal eine Kiste, eine weitere. Die scheint mir auch... ganz chillig zu sein. Kann ich hier am Lagerfeuer eigentlich auch Dings machen? Oder ist es nur für Kondition? Ich glaube, das ist nur für Kondition. Ups. Wait, kann ich mich erst anzünden und dann heilen?
Okay, das ist super witzig. Wir machen Schaden und heilen uns und laden so die Mission auf. Es ist nur so eine tägliche... Oh, okay, ist vorbei. Scheiße, jetzt habe ich mehr Schaden als davor. Ups. Okay. Okay, ja, das war dann nicht so die geilste Idee. Zugegeben. Oh, hallo Auto. Karl! Aber ich glaube, der checkt mich nicht. Ich glaube, dem bin ich egal. Oh, okay. Aber das da hier ist mir nicht egal. Oh, shit. Wollte nicht schießen! Wollte nicht schießen! Oh, Mann. Ich wollte nicht gar... Ich wollte überhaupt nicht schießen. Ich wollte überhaupt nicht schießen. Ich habe viel zu wenig Schaden gemacht. Oh, war das dumm. Okay, wir sehen uns gleich wieder. So. In 10 Sekunden geht's los. Ich habe auf der Karte schon mal schön in blau markiert, wo wir hinwollen. Weil jetzt kommen wir da ja auf jeden Fall an. Jetzt kommen wir da ja auf jeden Fall an. Ist das eigentlich dann jetzt... Wir sind in Teil 5 tatsächlich. Wir sind in Teil 5. Also wenn das durch ist, gibt es in 30 Tagen erst den nächsten Story-Abschnitt. Das finde ich super, weil dann haben wir davon Ruhe. Ich mag das, wenn Dinge abgeschlossen sind. Ich will das weg haben, deswegen mache ich das. Und wenn Dinge abgeschlossen sind, ist das gut. Und wenn es erst in 30 Tagen weitergeht, umso besser. So. Okay, hier ist ein Ausrufezeichen. Wo genau ist das denn? Hey? Hier? Ach, das Ding. Okay. Dann machen wir kurz was anderes. Nämlich Heilung. So. Das muss jetzt reichen. Perfekt. Alberne Mission, aber ist egal. Splitter 1. 2 fehlen noch. Okay, ich muss das mehrmals machen. Oh shit, da unten ist nicht gut. Da unten ist nicht gut. Ich muss ein bisschen aufpassen. Ah, jetzt erst wieder Geräteverbindung etablieren. Okay, ich verstehe. Scheiße, der da unten ist, gefällt mir nicht. Ich versuche mal hier ein bisschen vorsichtig runterzukommen. Ihr könnt es gehen. Ja. Und dann darüber zu kommen. An den Kollegen hier vorbei. Bei euch will ich gar nichts. Das ist keine Waffe. Was ist das? Eine Angel oder was? Das ist eine Angel. Da sind auch keine Waffen drin. Da ist eine Waffe. Das ist doch schon mal was. Okay, vielleicht schaffe ich es in dem Moment jetzt erstmal zur Geräteverbindung zu kommen. Das war mein Geräusch nachher. Was ist das eigentlich? Das sieht voll weird. Ah, das sind diese Knubbeldinger. Das sind die Knubbeldinger, die wir schon mal gesehen haben, tatsächlich, ja. Oh, der... Okay, den... Den nutzen wir aber tatsächlich schnell mal. Auch wenn der natürlich Geräusche von sich gibt. Aber das ist mir gerade egal. Dafür haben wir volles Schild. Okay, das ist schlecht.
Okay, wenn es nicht will, lass mal so. Ist in Ordnung. Muss ja nicht sein. Ich will auch lieber eine Geräteverbindung etablieren. Das muss hier irgendwo sein, das Geräteding. Da ist es. Zack. Mit meinem Duodezylon-Kernquantenprozessor und deinen Beinen haben wir den Splitter im Nu. Okay, meine Waffe ist gerade nicht sonderlich gut. Das ist, da komme ich nicht weit. Das lasse ich einfach gleich. So. Punkt ist aber, wir müssen woanders hin. Nämlich dahin. Und hier ist, okay, hier ist zum Abstimmen. Da laufen wir noch dran vorbei. Da laufen wir noch schnell dran vorbei. Dann mische ich mich hier jetzt gar nicht weiter ein. Sondern hol mir schnell irgendwo irgendwas zum Fahren oder so. Da vorne könnte ein Auto sein. Scheiße, da kommt einer runter. Nice. Nicht so nice. Ist der noch dahinter? Der muss doch noch dahinter sein, oder? Wieso treffe ich denn so schlecht? Gott, war das schlecht. Gott, war das schlecht. Echt mal. Eieiei. Brutal schlecht war das. So, erstmal schnell verbinden. Nochmal. So, den Rest machen wir hier mit. So. Dann hier DMR. Das kann man so machen. Ja. Okay, ich muss aber darüber vorher. Ich muss vor allem erst darüber. Bevor die Zone kommt. Ich würde da echt gerne hinkommen. Normalerweise sollten da drüben ein paar Autos sein. Das sollte dann zeitlich machbar werden. Eigentlich. Oh, ich sehe da was anderes Hübsches. Komm zu Papa. 2 von 3 ist das nämlich schon. Sehr schön. Okay, der LKW wäre besser wie nix. Okay, das ist auch gut. Erstmal wieder Schild. Sehr schön. Aber haben wir ein besseres Auto als LKW? Ja, was ist denn hier passiert? Ist hier zufällig ein Hammersturmgewehr am Start? Nee, aber 2 Southpacks. Kann ich die stacken? Nice. Okay. Okay, das jetzt schlecht ist es. Jetzt ist es, wo ich hin will, ja trotzdem in der Zone. Soll ich da schnell hin und machen oder? Oh, scheiße. Nee, ist jetzt blöd. Aber wobei, es ist echt nicht weit weg. Es ist halt echt nicht weit weg. Alter, was ist das denn für ein Auto? Das fährt ja kaum. Das ist echt eine blöde Idee. Ich werde das nicht überleben. Aber dafür haben wir dann die Geräteverbindung. Die Geräteverbindung. Dafür haben wir dann den Quatsch gemacht. Okay, ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. 1 2 3 Okay, und wo ist mein Auto? Ja. Notfallroboter-Therapeut.
bin gespannt, ob ich das noch hier rausschaffe. Ich bin wirklich gespannt, ob ich da jetzt noch rauskomme. Scheiße. Nein! Okay, und jetzt Gas geben. Es ist nicht weit. Es ist nicht weit. Wir können das noch aus der Zone. Ja, okay, wir schaffen das locker. Ja, lol. Die ist ja gleich da vorne. Sehr gut. Die ist ja gleich da vorne. Perfekt. Okay, zack. Und jetzt muss ich den Reliktsplitter wieder abstimmen. Wo muss ich denn dafür hin? Okay, das geht jetzt wirklich nicht mehr. Das geht jetzt wirklich nicht mehr. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. So. Dann würde ich doch sagen, gucken wir uns hier im Haus ein bisschen um. Hier scheint noch keiner zu sein. Perfekt. Haben wir schon die zwei Schuss-Schrot? Nee, dann ersetzen. Wobei, nee, die ist blau. Das ist, glaube ich, Schwachsinn. Das ist eine schlechte Idee. Wir machen mal hier noch alles voll. So. Das Gute ist, wir sind gleich bei der nächsten Zone. Also das ist tatsächlich nicht so schlimm, wenn die sich jetzt zusammenzieht. Okay, wir müssen gleich raus. Ja, sonst habe ich gleich wieder Schaden genommen. Dann fahren wir ein Stückchen weiter. Das zählt noch nicht zu Dings, ne? Aber ich kann trotzdem mal kurz hier reingehen. Nee. Okay. Ist da vorne zufällig eine epische Frucht an dem Bäumchen? Nee, da ist gar keine. Aber da können wir trotzdem Schild aufladen. Also schlecht ist das halt trotzdem nicht. Oh, und einen Fisch gibt's hier. Okay, der bringt mir nichts. Striker Salvengewehr. Okay, wir haben eine DMR, das ist besser. Was ist da vorne? Munition. Oh, da ist so eine Kiste gelandet. Da will auch einer hin. Das war ein guter Schuss. Das war ein sehr guter Schuss. Ach nee, die Kiste landet jetzt erst da. Okay. Ah, leider keine Dings, wie ich sie gerne hätte. Ärgerlich. So, aber du bist hier gelandet. Zeig doch mal, was du kannst. Gar nicht so viel kannst du. Aber okay. So ist in Ordnung. Besser wie nix. Oh, da drüben. Schlecht am Schießen hier, der Kollege. Ja, nee, der ist gut. Scheiße, der ist leider gut. Er war leider gut. Der war leider gut. Oh, nee, der hat mich hat ein anderer erwischt. Mich hat ein anderer erwischt. Ah, weil ich mich bemerkbar gemacht habe, hat der mich erwischt. Der kam von der anderen Seite. Ich verstehe. Und der da, der jetzt hier gerade abgeschossen wird, das ist der, dem ich Schaden gemacht habe. Ja, okay, der war leider dann doch nicht gut. Aber der war gut. Okay, alles klar. Gut.
Dann reicht das für die Runde. Wir haben Vibes 5, denke ich, fast fertig. Dann schaffen wir es im nächsten Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss.